Friesach als älteste Stadt Kärntens hat eigentlich mehr als genug aus dem Mittelalter zu bieten und vor allem zu erhalten. Das waren die Argumente, als 2006 und 2007 die Errichtung einer neuen Burg im Süden der Stadt diskutiert wurde. Allerdings ging es nie um ein neues Postkartenmotiv, sondern um den Prozess des Bauens einer Burg. Vorbild war das französische Vieux-de-Laon, wo seit 1997 eine Burg nach philippischer Architektur errichtet wird. Es handelt sich dabei um eine typisch französische Festung in der Ebene aus der Zeit um 1200. In Friesach ist es das Ziel, eine charakteristische alpine Höhenburg aus der Zeit des Hoch- und Spätmittelalters zu errichten. Sie ist also im Kern romanisch und entwickelt sich Schritt für Schritt bis zur Spätgotik weiter. Gemäß dem Konzept einer Experimentalgeschichte werden beim Bau nur Mittel eingesetzt, die vor 800 Jahren bereits vorhanden waren. Das betrifft nicht nur das Material, sondern auch die Werkzeuge und sogar die Kleidung der Bauleute. Um das zu erreichen, muss alles vor Ort selbst hergestellt werden, sogar ein eigener Kalk für den Mörtel wird gebrannt. Der Erlebnisburgbau Friesach erfüllt sogleich mehrere wissenschaftliche Anforderungen der experimentellen Archäologie. Die Arbeit ist mit einem entsprechend hohen Aufwand verbunden. Von Anfang an hat der Bau einer neuen Burg in Friesach große mediale Aufmerksamkeit gefunden. Im Rahmen des Stadtfestes Spectaculum wurde 2008 öffentlich eine lateinische Gründungsurkunde von Vertretern der Stadt Friesach, des Landes Kärnten und der Universität Klagenfurt besiegelt. Im Jahr darauf konnte mit der Einrichtung der Baustelle begonnen werden. Immerhin mussten zuerst Rodungsarbeiten durchgeführt, Wege angelegt und Bauhütten errichtet werden. Seit 2012 wird am Bergfried gebaut, der etwa 2022 fertiggestellt sein soll. In weiterer Folge entstehen Wohngebäude, eine Kapelle, ein Burghof, Ringmauern sowie Türme und Tore. Das Projekt Erlebnis Burgbau Friesach ist insgesamt auf 30 bis 40 Jahre angelegt und kann jedes Jahr in der Zeit von Ostern bis etwa Allerheiligen besucht werden.